versäubern ist aber nicht nur vernähen. Fackeln. Das Feuer. Der beste Freund des Cosplayers. Ohne Scheiß. Man kennt es ja, vor allem bei Anfängern, das ist ja normal, wenn man halt jetzt erstmal was näht und man kann nicht gut versäubern. Ist ja nicht schlimm, sind ja die Anfänger. Darf man, ich hatte mein erstes Kostüm war ein Filzkostüm, also das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Da darf man über niemanden meckern. Es gibt, wenn man jetzt zum Beispiel ein T-Shirt hat, nehmen wir ein T-Shirt. So symmetrisch, das wird später versteigert. Ja, mit Autogramm. Du kannst sogar tauchen auf Quasimodo. Ich glaube, das passt. Ich taufe es. L, Quattro, XYZ. Das ist ein Tür. Quasi fertig. Quasi fertig. Man hat halt jetzt hier die ganzen Fäden. Wir gehen immer stückweise. Diese scheiß Fäden nerven ja überall. Ich habe ja auch vereinzelt noch ein paar Fäden. Vergisst man. Aber wenn es wirklich an einem vorbeiläuft und echt hübsches kleines Mädel, hat sich viel Mühe gemacht, aber leider sind überall die Fäden raushängend. Schlecht abschneiden und dann kann man zum Beispiel mit einem einfachen Zickzack den Stoff versäubern, einmal umklappen, festnähen, fertig. Man braucht noch nicht mal, man kann es per Hand machen oder per Maschine. Das ist egal. Also es gibt, ich kenne Leute, gute Freunde, die haben einen Leder-Ganzkörperanzug per Hand genäht. Ich glaube, dann können auch manche Leute per Hand einen Zickzack an einem Stoff nähen, ein Ärmel. Das ist garantiert das Einfachste. Wenn man dann das Geld hat und entsprechend man weiß, dass man entsprechend viele Kostüme macht, kann sich jetzt eine Overlock leisten. Die gibt es ab 400 Euro, das sind die Versäuberungsmaschinen, man geht einfach durch und man hat dieses Mama mia, ich will dich heiraten! Diese wunderschöne versäuberte Dasein. Es gibt natürlich, wenn man jetzt kein Zickzack machen kann, sei es maschinentechnisch nicht möglich, weil sie nur gerade ausnähen kann und weil man per Handnähen nicht begabt ist, dann macht man so. Mache ich mal ein bisschen Papier. Man nimmt einmal rum, einmal rumgeklappt und noch einmal. Und dann festnähen und schon habt ihr es versäubert. Ohne Wenn und Aber, einfach nur kurz feststecken, durchnähen, fertig. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit Nadeln arbeitet und drüber nähen muss, warum auch immer, also es gibt immer wieder Situationen, niemals die Nadeln so anstecken. Niemals. Die Nadeln immer so anstecken oder umgekehrt. Also wenn der Kopf innen oder außen ist, ist egal. Die Maschine kann hier nicht drüber nähen, weil der Kopf ist in der Mitte, ist dazwischen im Weg. Und der komplette Metallkörper der Nadel verhindert der Nähnadel in der Maschine gerade auszunähen. Also es wird dann schief, die Nadel bricht dann irgendwann oder verbiegt sich und dann bricht sie sowieso irgendwann. Hier hat sie nur einen ganz kleinen Hubbel, so zack und drüber. Das heißt, selbst wenn sie die Nadel kontaktiert, rutscht sie ab. Bleibt aber gerade und bleibt nicht verbogen. Natürlich gibt es ab und an mal so Situationen, wo die Nadel bricht oder die Stecknadel, das ist egal, ist aber seltener, als wenn er jetzt so steckt. Was gibt es noch? Dann die allerbilligste Variante, wenn es schnell auf schnell gehen muss, Stoffkleber oder Feuerzeug. Man nehme steh mal auf. Oder wollt ihr? Habt ihr gefackelt oder geklebt? Alles Farbe. Ja genau, und Farbe geht auch. Je nachdem wie dick ihr es drauf macht, bleibt es auch wunderbar.
war zum Ausschneiden, das ist theoretisch wie Kleber. So, komm mal her. Geh vorbei. Das ist das Ding. Das haben sie jetzt persönlich genommen. Also, hier hat man, ich hoffe, kann man das so sehen? Kann man dieses Gerupfte sehen? Gerupft. Ja, also, natürlich passiert es, wenn man mit dem Feuer durchgeht, dass es dann entsprechend Löcher gibt. Ja, ich weiß, dass es extra ist, sonst wird es ja nicht überall so aussehen. Wenn man natürlich Übung hat beim Feuer, kann man Feuer, also ein Feuerzeug, alias Taschenkrache benutzen und einen Stoff, wie zum Beispiel Taff oder irgendwelche Synthetikstoffe benutzen und dann entlang wunderschön eine gerade Linie abfackeln. Baumwolle, das ist eher mehr so wie Asche, also es kokelt, es bricht und dann hast du Asche im Gesicht, in der Hand. Feuer ist natürlich praktisch bei synthetischen Stoffen, weil dadurch, dass es schmilzt, ist es automatisch schon so eine Art wie Kleber, so richtig schön verklebt, abgeschnitten passt. Bei manchen Aktionen, wenn ihr richtige Brandlöcher benutzen wollt, ich hatte zum Beispiel Schneewittchen Horrorversion genommen, hatte ich riesen Tropfen, riesen Löcher drin. Ja gut, der Stoff hat dann getropft, ging auf die andere Seite des Rauchs, weil ich hatte auf den Boden hingelegt und brannte da weiter. Gut, da hatte ich weniger Arbeit auf der anderen Seite, aber das ist, wenn man es kontrolliert haben möchte, schlecht. Also immer drunter irgendwas Holz oder Stein haben. Und zwar, wenn es wirklich egal ist, ist einfach hinlegen, anfackeln, passt schon. Wenn ihr es echt nur an bestimmten Sachen haben wollt, wirklich so ein gezieltes Löchlein. Dann wirklich entweder den Stoff in die Hand nehmen und dann ganz kurz anfackeln. Könnt auch ein Streichholz nehmen für sowas. Oder eben auf den Boden legen und dann so anfackeln. Und austreten. Nehmt praktische Schuhe dabei. Das ist nämlich ganz wichtig. Also so Sportschuhe, alles was Feuer standhält. Springerstiefel mit Stahlkappes am besten. Oder ein Eimer Sand. Ja, wie gesagt, dann auch Kleber, Farbe, bei den zwei wunderschönen Exemplaren hier vorne. Vernähen, klar, logisch. Also entweder einmal umklappen, zweimal umklappen, mit Zickzack, Overlook, aber vernähen generell ist einfach das Beste. Weil es ist einfach schade zu sehen, hat sich echt jemand Mühe gegeben und überall hängt Kleber raus. Weil jeder weiß, wie viel Arbeit in einem Kostüm drin steckt und es ist dann endlich scheiße. Selbst für die Person selber, die es dann so sehen muss. Komm auch vor. Und Mikro. Ja. Also an sich hat das immer ganz gut funktioniert. Wenn es stört zum Beispiel, war es überhaupt kein Problem, das umzunehmen. Weil ich hatte jetzt echte Schwierigkeiten in den Bereichen, wo ich das hier zum Beispiel schneide. Da sind drei Nähte aneinander, das habe ich dann auch nicht richtig umgenäht zum Beispiel. Ja. Also bei Sachen, die man schlecht umnähen kann, da kannst du echt nehmen, zickzack nehmen oder so. Oder wenn es echt nur so ein ganz kleines Stück ist, dann bin ich manchmal auch faul und sage, weil wenn es so ein kleines Stück ist, da kann man echt pfuschen, wenn man sonst überall versäubert hat oder so. Hast du jetzt aber Futter im Stoff, also es gibt ja auch Jacken oder sonstiges, wo innen drin Stoff noch drin ist. Dann muss man nicht versäubern, weil das Futter schon die Versäuberung ist. Sprich wie bei dir dann, man hat halt dieses, sehen wir mal, grün, blau, also theoretisch, die Ärmel werden jetzt frei, warum auch immer, lassen wir sie mal frei. Und dieses Teil hier müsstet ihr nachnähen und reinnähen. Dann könnt ihr das komplett wie das Hemd davor nähen und näht es einfach nur hier unten und hier oben zusammen. Das heißt, ihr müsst dann nur das hier einmal umklappen oder mit Zickzack oder was. Das könnt ihr auch mit den Ärmeln dann alles machen. Weil der Unterschied bei einem Futter ist,